Herzlich willkommen wieder zurück hier bei Dishonored 2 mit den leckeren Fliegen. Aus der letzten Folge daraus habe ich so einen leckeren, düftigen Saft gemacht. Köstlich. So, genau, meine Brille noch aus. Warum? Ist immer so blöd, wenn man die nicht aufsetzt, wenn man die nicht anhat. Ist natürlich dann auch, naja, nicht lange reden, sondern schneller machen. Notizen zur Scenes. Monat der Lieder. Lady Cottington. Was? Lady Cottington brachte Seidenschals aus ihrer Boutique mit, von denen Mr. Prospero einen benutzte, um sie sanft zu würgen. Ich nahm ihren Puls und behielt ihre Atmung im Blick. Als die Lebenszeichen schwanden, ließen wir sie ganz 2 Minuten liegen und belebten sie danach wieder. Warum? Beschrieb sie wirklich das Nichts? Hatten wir Erfolg damit, das zu sehen, was nicht gesehen werden kann? Meine Hand zittert, während ich mich an das Feuer in ihren Augen erinnere, als sie versuchte, mit gebrochener Stimme wiederzugeben, was sie in jenen 2 Minuten empfunden hatte. Monat der Erde. Ich überzeugte unsere kleine Gruppe davon, dass wenige sanfte Methoden nötig wären, wenn wir das aufrichtige Verlangen haben, den Outsider zu treffen. Blutfliegenfieber, freiwillig hervorgerufen. Das wird unser Weg ins Nichts sein. Nachdem wir ein paar Blutfliegen und etwas Adamaya-Tinktur beschafft hatten, bestrichen wir unsere Hände mit der Tinktur, bevor wir sie in das Vivarium hielten. Die Stiche waren unerträglich. Lady Cottington verlor auf der Stelle das Bewusstsein. Ich nahm die Hände als letzte heraus. Das Fieber setzte rasch ein. Als ich immer wieder das Bewusstsein verlor, schlugen Wellen über mir zusammen. In der Ferne sah ich Umrisse und schimmernde schwarze Felsen. Ein Hinscheiden ohne Zeitgefühl. An einem unvorstellbaren Ort. Während das Delirium uns für einige Stunden gefangen hielt, ich musste so schnell wie möglich wieder dorthin zurückkehren, wenn meine Wunden geheilt sind. Wohl wahr, Mr. Unbekannt. Huch, warum gehe ich immer so lang? Ja, und damit herzlich willkommen wieder zurück hier bei Dishonored 2. Ist natürlich jetzt die Frage, wie ich hier wunderschön rauskomme. Ich habe natürlich überhaupt keine Ahnung. Wir müssen ja, glaube ich, da hinten. Genau, 94 Meter. Ist natürlich jetzt die Frage. Da war noch gerade ein Drang. Viecher. Na komm, spring durch, Schätzchen. Schwarzhändler. Ist natürlich jetzt die Frage, wie wir da hinkommen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo wir waren, was wir gemacht haben. Daran kann ich mich noch erinnern. Das ist aber auch wieder das Einzigste. Ich habe noch gesehen, unten war... Das haben wir, glaube ich, schon gelesen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Unten war noch so ein blaues Tränkchen. Das hole ich jetzt aber nicht. Ach, wir sind hier reingekommen. Ach, genau. Jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Wir haben hier noch so unglaublich viel zu erkunden. Das wird lustig. So, was gibt es hier? Ist natürlich die Frage, sollen wir uns durchschleichen? Weil da hinten sind überall Wachen. Oder vorne auch. Ja, würde ich auch sagen. Mein Herz. Huch. Ach so, deswegen. Moment, F kann hier abbrechen. Überall nur Staub, egal was man macht. Ach, egal, wir kriegen keinen Schaden. Ich hätte es wirklich gedacht, der Garde wird das nicht gefallen, dass wir Schaden bekommen, aber anscheinend bekommen wir keinen Schaden, das ist praktisch. Wie kommen wir da hin? Müssen wir jetzt die... Nein, nichts.
soll doch nichts. Was, aber wie kann ich das aufladen? Hä? R ist ja Gesundheit und... E? Nee. T? A, T. F nehmen, excellent. Ist gerade wieder ein bisschen dunkel hier, deswegen muss ich gerade mal ein bisschen schauen. Reden. Ich habe in den Bergwerken gearbeitet. Nicht empfehlenswert. Bin dabei. War ich nicht. Entschuldigung, ich brauch das. Ich habe ein bisschen Husten. Oh Gott. Ist da jemand? Nein. Was? Passen Sie auf. Hier ist niemand. Ich bin nur eine Gestalt, so wie ihr auch. Ach, wie geil, jetzt haben wir den hierher. Jetzt könnten wir den... Ja. Huch, wo ist er? Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Oh Gott. Ach, wie geil. Solche Move hat die ja auch drauf, genau. Deswegen fliehe ich ja nicht. Huch. Puh, also Moves hat die. Ha, wollte ich wirklich nicht machen. Weiß leider so, tut mir leid. Ist auch immer blöd, wenn man da aus Versehen... Naja. Oh, eine Banane. Essen wir mal kurz. Ah, da kann man lesen. Aber zuerst würde ich mal sagen... Ah, nee, nicht Alarm einstellen. So. Lies. Oh Gott, doch mehr. An alle Einheiten. Nach dem Desaster von letzter Woche gibt der Großerfinder Kirin Yindosh folgende Informationen zu seinen mechanischen Soldaten bekannt. Alle Gardisten haben diesen Bericht zu lesen. Der mechanische Der mechanische Soldat ist mit hölzernen Rüstungsplatten geschützt. Werden sie zerstört, sind die darunterliegenden empfindlichen Mechanismen frei und ungeachtet. Ist ja geil. Wird einem Mechanismus der Knopf abschlagen, greift er jeden in seiner Nähe an. Ob verbündet oder nicht. Im Klartext sie. Dank der teuren Linsen, mit deinem Mr. Yindosh alle mechanischen ausgestattet hat, können sie nach vorne und nach hinten schauen. Das ist ja toll. Denken Sie daran, wenn mal wieder einer durchknallt. Wenn es ein Idiot schafft, dicht genug ranzukommen, kann er eine kleine Schalltafel neu verkabeln und zu ihrer Auffassung von Freund oder Feind umkehren. Ah, heißt wieder, sie werden angegriffen. Wenn sie das alles im Kopf behalten, sind die mechanischen ein Zugewinn. Wenn sie das alles im Kopf behalten, sind die mechanischen ein Zugewinn, keine Bedrohung. Mechanischen. Was ist doch kein Deutsch, oder? Ein dritter Little Mann und Dings, naja, ist mir doch egal. Oh, keine Munition mehr. Sind voll. Was ist hier passiert? Was? Nix. Ah. Was? Wir haben vor. Hier müssen wir rein, aber zuallererst würde ich gerne die Nebenquest erledigen. So, ich schau mal kurz, wo es hier lang geht. Ach, da muss es sogar lang. Hier in ein kleines süßes Seidengässchen. Alles abgeschlossen, alles verriegelt. Dahin müssen wir lang, aber ich gehe erstmal zu dem armen Obdachlosen. Vielleicht können wir dem ein bisschen... Hey, vielen Dank dafür. Ich verrate Ihnen ein Geheimnis. In letzter Zeit haben wir immer wieder Leute... nach Walöl gesucht. Wir hatten was vor. Ich habe in den Silberbergwerken gearbeitet.
bis meine Lungen kaputt waren. Dankeschön, 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 Dragen. Ach so. Hier. Die Garde mag Fremde überhaupt nicht. Das weiß ich, deswegen versuche ich die ja aufzuhalten. Mr. Unbekannt. Okay, Tür verschlossen. Vielleicht können wir den Schlüssel irgendwann später holen von einem Toten. Mal schauen, vielleicht hat der den ja. Dragen, Dragen, die haben den Lech nicht. Wie kann man nochmal? Ich glaube so, oder? Was ist es? Ah, okay. Jetzt frage ich mich aber, wie kann man nochmal schlittern? Nee, so nicht, oder? Wenn ich jetzt renne, dann... Nee, hä? Wie? Moment, Moment. Ich muss jetzt erstmal wieder in Erfahrung bringen, wie man schlittern kann. Das interessiert mich jetzt. Vielleicht kann man da irgendwie reinschlittern. Steuerung. So. Tastaturbelegung. Jetzt bin ich mal wirklich gespannt. Schleichmodus, Sprinten, Lehnen, nach links, Schwert. Vorwärts, rückwärts ist vor allem richtig, Schwert, Blocken, Fernglas. Haben wir ein Fernglas? Das interessiert mich jetzt. Ich drücke mal gleich Y. Tagebuch, Schnellladen, Tastenkürzel 8. Fernglas, Schwert. Ich drücke mal kurz Y. Wenn wir wirklich ein Fernglas haben, dann... Wir haben Fernglas. Wir haben einfach ein dumpfbackiges... Warum? Ich wusste davon nichts. Toll. Geil. Naja. Jetzt weiter davon. Da geht's auf. Ah, der Schwarzhändler. Finden wir hier noch irgendeine Kleinigkeit? Es könnte gerade vielleicht ein bisschen ruckeln, was aber eigentlich nicht sein kann, weil wir haben... Hallo, ich biete absolute Diskretion. Ja, wie kommen wir denn bitte schon... Hier, da will ich rein. Ich will einbrechen. Los, lass mich rein. Schwarzmarkthändler, los, lass mich rein. Sie. Guten Tag. Ich kenne Sie nicht. Ich bin neu in Karnaka. Ich brauche ein Kabelwerkzeug für eine Lichtwand, das die Garde benutzt. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ich kann Ihnen helfen, aber nicht jetzt. Und gehen Sie lieber. Ich bekomme oft Besuche von Paolo. Den möchten Sie nicht kennenlernen. Kommen Sie später wieder. Verstanden. Sie sollten gehen. Wir machen ein andermal Geschäfte. Wie gesagt, Paolo ist unterwegs. Ah, wann denn, bitteschön? Ich glaube, er ist hier. Verstecken Sie sich. Zu spät zum Weglaufen. Ich bitte Sie, verstecken Sie sich, bis er weg ist. Er tut Ihnen weh. Okay, ich verstecke mich. Ach, wie geil. Jetzt kommt er sogar. Lange F drücken. Was ist diese Frau? Daran gewöhne ich mich nie. Die arme Ratte. Ach, er. Kenn ich nicht, aber okay. Ach, er. Auch 8 neue Messer. Kurze Klingen. Mhm. Das gute Zeug. Morley-Stahl. Ich weiß, was du meinst. Ach ja. Letztes Mal hast du mir nämlich irgendeinen Hinterhofmüll gegeben, der sofort stumpf wurde und an Gartenrüstung zerbrochen ist. Da hat man mich auch verarscht. Aber ich mach's wieder gut, Paolo. Ein Rabatt von 10%? 30, weil ich dich mag. Bis nächste Woche. So ein hirnloses Objekt. Das lief nicht sauber und ich bereue es. Du kriegst die Messer, versprochen. Gut, gut. Eigenartige Zeiten. Aufseher im Staubbezirk, eine Hexenkaiserin und mechanische Soldaten, die Adelige beschützen. Alles schlecht fürs Geschäft. Wenn ich mich durchsetze, ist Karnaka in einem Jahr ganz anders. Hm, bestimmt Verbrecherstadt. Okay, jetzt
Ah, was? Ah, Moment. Ein Werwolf. Könnte es sein, dass das... Ein falsches Wort. Und jetzt stehe ich hier. Was für ein Geschrei. Sie hat geheult. Sie hat geheult wie ein Wolf. Könnte es eventuell sein, dass... Zur Garde gehören, bin ich gern zu Diensten. ...dass der Kronenmeuchler sein könnte. Ausrüsten. Kaufen. Moment. Armbrustbolzen. Geld 1000, kosten 20. Okay. Aber der Geruch von Fisch toll. War dort stärker als der von Morgenkaffee. Ich musste mal sehen. Ich hätte ein paar Pläne zur Verbesserung ihrer Sachen. Okay. Mark Bolzen. Was macht der? Verletzt seine sofort in Schlaf. Ach, das ist eigentlich geil. Was macht der Gegner nach kurzer Zeit? Das hier würde ich doch eher machen. Und das hier? Nachladegeschwindig würde ich natürlich auch ganz gerne machen. Und das hier? Ah, das haben wir noch gar nicht. Okay, jetzt haben wir alles gekauft, was wir kaufen konnten. Ausrüsten. Können wir da noch was anderes? Ach, krass. Jetzt kann man ja... 200. Was ist das hier? Eine Rune. Ich... Es war mir eine Freude. Wir hätten den Schlüssel kaufen sollen. Schlüssel zum Aufschließen des Kartenhäuschens. Okay, weiß ich nicht. Wie viel kostet das? Okay, ist alles zu teuer. Dankeschön, liebe Frau. Schauen Sie mal wieder vorbei. Gerne doch. Danke, danke, danke. So, jetzt haben wir wenigstens die Rune und so weiter. Jetzt schauen wir mal kurz noch ins Herz. Wo hier noch ein paar... Okay, da oben sind noch ein paar Fischschüsse an. Da oben ist... Jetzt hoffe ich wirklich, dass der Ob es hier nicht mehr ist. Ich glaube aber nicht. Das heißt, wir könnten... Hier drüben sind Verbrecher. Die lassen wir mal... Huch. Ich habe gerade gedacht, das wäre ein Bug, weil es so komisch angeruckelt kam. Gut. Erneut geschehen. Jemand hat dein Leben zerstört. Ein ganzes Reich lag dir zu Füßen, doch du hast alles verloren. Aber mal ehrlich, hattest du das wirklich alles verdient? Und noch viel wichtiger, was würdest du tun, um es zurückzuerlangen? Sieh dich vor, alles hat seinen Preis. Deine Entscheidungen werden die Zukunft beeinflussen. Blut in den Gossen, Verderbnis in der Luft. Ich bin gespannt, wie es wohl ausgeht. Wie wirst du die Macht nutzen, die ich dir verliehen habe? Welche Spur wirst du in dieser jämmerlichen Welt hinterlassen? Ihr Gesicht, aber ich weiß, wer Sie sind, Emily Caldwin. Nichts ist Zufall. Alles ist in Bewegung. Alles hat Sie genau zu dieser Sekunde hergeführt.
Überlegen Sie es sich gut. Wenn Sie mich jetzt töten, sind Sie eine Attentäterin, so wie wir alle behaupten. Ja, dann sind Sie genau wie wir. Die Zeit verstreicht langsam. Aber es ist immer schön, ein bekanntes Gesicht zu sehen.